Liebe Freunde von Schooner Auto Brokers, an einem wunderschönen Dezembermorgen bei 28 Grad im Schatten sind wir wieder mal unterwegs mit unserem mobilen Studio in Sachen Blickpunkt. Heute wollen wir uns mit einer interessanten Thematik befassen, und zwar Classic Cars oder Oldtimers, die auf Deutsch heißen, aus den USA. Wir haben meinen Bruder Jan hier, der uns ein bisschen was erzählen wird über diese Thematik. Ja, wir haben ja über die Jahre sehr, sehr viel Oldtimer vermitteln können an unsere Kunden in Deutschland und in der Schweiz und auch in Österreich. Aus gegebenem Anlass haben wir hier zwei Ford Mustang, erste Generation, 66er, und hinter mir ein 68er Cabrio. Ja, schön. Beliebte Classic Cars für unsere deutschen Kunden in diesem Fall hier. Ja. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass diese Fahrzeuge immer unabhängig und professionell vorinspiziert werden. Das weiß sehr, nicht jeder. Sehr schön. Was wird denn da gemacht bei der Inspektion? Es fährt ein Inspektor, ein sachkundiger Inspektor, raus zum Fahrzeugstandort und untersucht das Fahrzeug auf seinen Zustand, inklusive Besuch einer Hebebühne, detaillierter Fotos, Probefahrt, und der bewertet das Fahrzeug dann auch schriftlich. Die Fotos sind sehr umfangreich. Basierend darauf kann man dann eine Kaufentscheidung fällen. Wunderbar. Wie viele Fotos sind das denn? Irgendwo so zwischen 100 und 200 im Schnitt. Das ist ja reichlich. Und wenn der Kunde jetzt sagt, er möchte das Auto nicht, nachdem wir das inspiziert haben. Das ist überhaupt kein Problem. Wunderbar. Dann suchen wir den nächsten. Aha, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Prima. Ja, weil auch viele Kunden wissen nicht, dass wir nach Vorgabe suchen. Ach so, das heißt also, ich sehe jetzt ein Auto auf Mobile. Mustang, und der ist jetzt grün, ich möchte aber lieber gelb haben, ich möchte aber lieber 66 statt 68. Genau. Dann so agieren wir eigentlich meistens. Das heißt, ich setze mich mit den Kunden zusammen und wir eruieren gemeinsam, auch basierend auf seinem Barbudget, was können wir da finden? Ist es möglich? Und wenn es möglich ist, dann mache ich mich auf die Suche. Bekommt der Kunde dann auch einen Endpreis im Vorfeld schon? Ja, wir kalkulieren im Vorfeld, ich sag mal, auf plus minus 500 Euro oder Franken, was das Fahrzeug ihm am Ende gekostet haben wird, bis das in Deutschland oder in der Schweiz entgegennehmen kann. Also da keine Überraschung zu erwarten? Nee, da haben wir keine Überraschung. Wunderbar. Und muss er das Auto jetzt selber abholen und so weiter, oder wie läuft das ab? Ja, also wir bieten eine sogenannte Door-to-Door-Solution an für unsere Kunden. Das beinhaltet also nicht nur die Vorinspektion und die kaufmännische Abwicklung, den Antransport hierher zu unserem Speditionspartner. Ja. Nein, hinzu kommt, haben wir dann die Möglichkeit, dass nach der Containerverschiffung übernimmt dann unser Homologationspartner in Bremerhaven bzw. in Zürich für unsere Schweizer Kunden. Und der kümmert sich dann um Homologation, TÜV oder MFK und um H-Kennzeichen bzw. Veteranenkennzeichen. Und erst da muss der Kunde oder kann der Kunde dann das Fahrzeug übernehmen. Also er muss im Grunde genommen die Finger nicht schmutzig machen. Er kann also genau. Und die meisten unserer Kunden haben eine Sache nicht, viel Zeit. Ja, die müssen sich auf ihre Arbeit konzentrieren, so wie wir alle auch. Und die wissen diesen Service sehr zu schätzen. Kann sich also seinen Jugendtraum erfüllen. Wir machen die ganze Arbeit, das Auto steht letztendlich dort. Mit dem Zündschloss da, Schlüssel drehen, wegfahren und genauso soll es im Idealfall sein. Wunderbar. Und weiß der Kunde vorher, was ihn das kostet? Ist alles vorkalkuliert. Ja. Und auch in Absprache mit dem jeweiligen Homologationspartner sichergestellt. Da ist auch wichtig, Stichpunkt Originalität, Matching Numbers, all diese Sachen sind sehr, sehr wichtig im Vorfeld. Und auch der Homologationspartner ist damit eingebunden in den Prozess, so damit wir sicherstellen, dass hinterher keine Überraschungen kommen in dem Bereich. Wunderbar, wunderbar. Das ist eine exzellente Lösung, die wir unseren Kunden anbieten können. Herrlich. Wunderbar. Also das war es jetzt hier vom mobilen Studio im Blickpunkt. Unsere letzte Sendung für dieses Jahr. Bei der Gelegenheit wünschen wir allen unseren Kunden und zukünftigen Kunden natürlich auch ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute fürs nächste Jahr, und hoffentlich können wir für Sie tätig werden. Das wünsche ich Ihnen auch. Zum Abschluss noch kurzer Hinweis. Ja. Einer muss hier die Stellung halten, werde am 31.02.2020 auf der Bremen Classic Motor Show für 3 Tage zugegen sein, würde mich über Besuche und Fragen freuen.
Wunderschön. Wenn Sie also fragen, wo wir uns da befinden, kurze E-Mail, kurzer Text, WhatsApp geht auch bei uns. Dann können wir Ihnen sagen, wo wir uns befinden. Dann können Sie hier meinem Bruder die Hand schütteln. Und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Goodbye. Und auf Wiederhören.